Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den endlich erschienenen Bericht des Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministeriums zum Smart Meter Rollout. Wir haben das Ganze schon lange erwartet. Ihr seht hier ja nun endlich vom 22.07., also gestern Abend, die Veröffentlichung unter dem wunderbaren Titel Resilienz weiter stärken, den Systemnutzen der Digitalisierung der Energiewende konsequent heben. Und auch schon in diesem Vorschaubild könnt ihr eventuell sehen, hier steht was von gemäß § 48 des Feststellenbetriebsgesetzes. So, schauen wir doch mal dort rein. Ja, mit dem § 48 und ich scroll mal so, dass ihr ein bisschen was sehen könnt. Analyse und Berichte des BMWK und hier steht dann, das BMWK legt spätestens zum 30. Juni 2024 und so dann mindestens alle 4 Jahre vor. 30. Juni 2024 hat nicht direkt geklappt. Das ist auch ein Thema, über das wir in der Branche die letzten Tage und Wochen natürlich viel gesprochen haben. Wir warten alle sehnsüchtig darauf. Und schon vor einigen Tagen ging dann der Bericht an den entsprechenden Bundestagsausschuss. Und dann war ja klar, okay, es kann sich nur noch um Stunden handeln und mittlerweile ist er also da. Hier ist dann ein Bericht zum Rechtsrahmen und zur Entwicklung der Digitalisierung der Energiewende. Dann die Nachhaltigkeitsanalyse und Bewertung des Einbaus und der Nutzung der intelligenten Messsysteme. Standardisierungsstrategie etc. Und die Preisgestaltung, also Preisobergrenzen, Analyse zur Höhe und Ausgestaltung etc. Das Ganze ist jetzt also da. Wir haben zum einen den Bericht selbst und dann haben wir diverse ergänzende Unterlagen. Eine Voruntersuchung, technische und energiewirtschaftliche Untersuchungen zum Regulierungsbedarf, ein Konsultationspapier, das ist dann schon etwas älter, und eine Präsentation aus der Arbeitsgruppe Digitalisierung der Energiewende. Wir gehen einfach mal ein bisschen durch und schauen uns das im Großen und Ganzen mal an. Wir beginnen mal mit der Arbeitsgruppe Digitalisierung der Energiewende. Ich werde es hier nicht komplett durch diese 113 Seiten Folie natürlich durchgehen, sondern eher euch empfehlen, dass ihr hier natürlich spannende Inhalte sehen könnt. Ich mache mich jetzt einfach mal ein bisschen kleiner. Es reicht ja, denke ich, wenn ich hier irgendwo... Ich packe mich mal hier nach oben. So, das ist auch schön. Hier ein bisschen so Quatsche. Also, diese Arbeitsgruppe ist also ein Gremium, was ähnlich wie zum Beispiel der Ausschuss für Gateway-Standardisierung, den es auch beim BMWK gibt, sich explizit damit beschäftigt, dieses gesamte Thema weiter voranzutreiben und dementsprechend dann auch die nächsten Dokumente, die nächsten Vorgaben, die nächsten Updates einfach in einen Prozess zu bringen, der dann eben voranschreitet. Bei der Ausschuss Gateway-Standardisierung haben wir ja zum Beispiel die Entwicklung der technischen Richtlinie mit der 5 am Ende für die CLS-Geschichten gesehen und ist so das Thema Schwarzstartfähigkeit und sowas. Und jetzt hier in dieser Arbeitsgruppe geht es explizit um die Gesamtbewertung des Rollouts und dessen Weiterentwicklung. Und hier wird dann, wir sehen können, die Konsultation vorgestellt, also die Ergebnisse davon. Und dementsprechend haben wir jetzt hier mit der Transparenz über die Ergebnisse sehr, sehr viele Grafiken, die ein Meinungsbild aus der Branche wiedergeben. Und das ist dann auch der Punkt, an dem ich euch das hier empfehlen kann. Ich scroll einfach mal so mitten rein. Bewertung. Rollout-Quoten für Einbaufälle mit Flexibilität, zum Beispiel § 14a. Und dann eben so eine allgemeine Bewertung, positiv, negativ sozusagen. Und das eben hier für verschiedene Gruppen, Gesamt, Verbände, energiewirtschaftliche Verbände, Verbraucherschutz, also jeweils hier immer unterschiedliche Teilnehmer, die da also eine Bewertung abgeben. Und das ist so für ein Stimmungsbild der Brancheentwicklung natürlich schon mal sehr interessant. Kann man sich also, wer auf so eine grafische Darstellung steht, sich das gut anschauen. Und dann haben wir so prägnante Stimmen, wurde es ja auch genannt, wo also kleine Zitatsätze einmal auch dargestellt werden, um die Entwicklung hier nochmal rüberzubringen. Und wo dann insbesondere auch hier Kooperationsfelder auch so Einblicke in die Branchenentwicklung und in die Tätigkeit von anderen gegeben wird. Also das ist eine super interessante Quelle für, ich sag mal, Betroffene, die auch so ein bisschen das Gefühl haben wollen, wo stehen wir denn im Vergleich zu anderen? Das kann man, glaube ich, aus solchen Darstellung immer sehr gut sich anschauen. So, dann haben wir hier bei Wie geht es weiter die wunderbare Feststellung, bis zum 30.06. muss das Ganze jetzt erstmal veröffentlicht werden. Hat nicht geklappt. Ob das jetzt eine Konsequenz hat, ist eine gute Frage. Dann haben wir im August nochmal eine Arbeitsgruppe Digitalisierung der Energiewende, also diese hier, zur Vorstellung des Berichts. Und dann
wird die Umsetzung des Berichts weiter durchgeführt, ne, in Richtung Oktober. Also da werden wir noch weitere Zusammenkünfte von diesen Teilnehmern dann feststellen können und die werden tatsächlich sicher nichts tun. Außerdem verlinkt war hier ein Konsultationspapier. Das ist jetzt praktisch die Vorbereitung gewesen. Ne? Das heißt, hier wurde, wie man dann, glaube ich, auch relativ bald sehen kann, ja genau hier, ne? Bis zum Ablauf 10. Mai war die Konsultation möglich, bis 29. Mai wurden die dann hier dargestellt. Das ist dann praktisch unsere Präsentation von gerade eben. Und dann sollte es diesen einen Monat noch geben für die Veröffentlichung des Berichts. Hat natürlich nicht geklappt. Hier drin findet ihr die Fragestellung mit jeweiligen Thesen zu der Weiterentwicklung des Rollouts. Das heißt, wenn man sich das vielleicht zuerst anschaut und dann so ein bisschen hier die Ergebnisse, dann kann man durchaus ein gutes Gefühl dafür kriegen, was hier erstmal in Frage gestellt wurde oder wo die Fragen gestellt sind, in welche Richtung der Rollout sich weiterentwickeln soll, um dann eben die Stimmung weiter aufzunehmen. Und dann auch nochmal die professionellen Untersuchungen. Wir haben hier einmal eine Voruntersuchung von EYBET, wo wir, ne, auch auf 156 Seiten, ich sag mal, ausführlich Zusammenfassung darüber haben, wo wir hier gerade stehen mit unserem Rollout bei solchen Veröffentlichungen hier, ne, 150 Seiten Studie. Ich werde euch auch demnächst noch ein paar andere Studien vorstellen und zeigen, wie ich mit sowas immer umgehen würde. Wir haben am Anfang eine Executive Summary. Ne? Das ist die Zusammenfassung für die Executives, also für so das Top-Level-Management. Die müssen ja wichtige Entscheidungen treffen und haben keine Zeit, sich so eine komplette Studie durchzulesen. Also brauchen die eine Summary, eine Zusammenfassung, die sehr prägnant die Punkte dann eben auch rüberbringt. Und dementsprechend auf diesen 6-7 Seiten habt ihr eine Gesamtzusammenfassung. Die könnte man sich dann also anschauen und ansonsten dann zum Beispiel, ne, gucken, haben wir ein paar Abbildungen, weil Bilder auch oftmals mehr sagen als viele, viele Worte. Und dementsprechend wäre das der nächste Schritt, ne, durch das Abbildungsverzeichnis nach spannenden Überschriften praktisch zu schauen, also für die Bilder oder für die Abbildungen, und dann jeweils da reinzugehen. Und dann mache ich mir eben ein Bild der Studie. Aber auch hier, ne, ist schon mal klar, wir haben also hier Verschiedenes untersucht, sagen die Ersteller der Studie, kommen dann auf diverse Ergebnisse und haben das dann hier einmal schön in Worte ausformuliert. Das Ergebnis der Szenariobetrachtung wird dann hier in dieser Abbildung dargestellt. Da könnt ihr euch schon mal hier und da ein bisschen was herbeiführen. Insbesondere an dieser Unterschrift sehen wir es ja, notwendige Kostenbeiträge je Messtechnik. Na, was haben wir hier entsprechend? Wir haben Kosten für intelligente Messsysteme und für moderne Messeinrichtungen nach verschiedenen Szenarien und bemerken, naja, diese Kostenstrukturen könnten eventuell ein bisschen von der Realität abweichen, die wir so als Strategieziel bisher in der Branche kennen. Das ist ja natürlich viel Prosatext. Ja, also das als Gesamtstudie kann ich nur für die Leute empfehlen, die sich halt wirklich immens mit sowas beschäftigen. Also ich zum Beispiel oder entsprechende Posten innerhalb eines Stadtwerks, innerhalb eines Energiekonzerns, innerhalb eines Startups, dass ich mit so dem gesamten Regulierungsrahmen und der Weiterentwicklung der Anlagen und der Messtechnik beschäftigen, die können sich das natürlich im Kern mal wirklich durch anschauen. Und allein schon dieser Rechtsradar ist dann ein super hilfreiches, super hilfreiche Abbildung, wo wir einmal sehen, was für Gesetze und Regelungen und Verordnungen neben dem Messstellenbetriebsgesetz im Kern, die auch noch ganz relevant sind für unsere Smart Meter Rollout, ne, Ladesäulenverordnung, Anreizregulierungsverordnung für die Finanzierung, ne, das Erneuerbare Energiengesetz, Prüfregeln bei der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt und so weiter und so fort. Also schon mal viele spannende Dinge und darüber hinaus, ne, Gebäudeenergiegesetz, die Grundversorgungsverordnungen und so weiter. Natürlich viele, viele relevante Rahmenbedingungen. Und so kann ich mir nach und nach mit so einer Studie eine richtig, richtig gute Grundlage bauen, um einmal weiterzukommen. 150 Seiten. Dann haben wir noch mal ein weiteres Gutachten, ne, technische und energiewirtschaftliche Untersuchungen, ja, BET und WK Consulting, die auch schon sehr aktiv immer in dieser Branche rund um diese Themen sind. Auch da, naja, Executive Summary, auch hier viel Prosatext mit ein paar Grafiken, wo dann auch nochmal schön zusammengefasst wird. Ne? Wir müssen uns ja mit verschiedenen Themen beschäftigen. Ich habe vorhin schon mal schwarz-weiß-festes
verbinden, angesprochen. Wir erinnern uns, das haben wir bei dem Ausschuss Gateway-Standardisierung ja auch schon mal besprochen. Ihr seht, hier ist ganz, 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 ganz viel an Unterlagen zu finden. Also wer sich mit diesen 220 Seiten beschäftigen will, viel Spaß. Kommen wir zum eigentlichen Bericht im Kern. Also ihr merkt schon, das hat wirklich viel Material. Vielleicht werden wir auch nochmal die ein oder anderen Punkte hier besprechen. Also schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr euch damit ein paar Fragestellungen besonders nochmal beschäftigen wollt. Da können wir das ja vielleicht nochmal in einem längeren Video oder in einem Stream vielleicht auch machen. Der Bericht hat solche 98 Seiten. Ist natürlich also auch wieder relativ lang. Wir haben am Anfang eine Zusammenfassung. Und dann Ergebnisse der Befragungen und Untersuchungen. Das heißt, hier wird dann einmal ausformuliert, was einerseits die Branche wiedergibt und andererseits die Studien wiedergeben, in dann, na, ich sag mal, die regulatorische Sicht hineininterpretiert. Wir sehen ja auch hier schon Überschriften und deswegen kann man allein mit dem Inhaltsverzeichnis schon ganz gut arbeiten. Neustart geglückt, die Resilienz der Digitalisierung der Energiewende aus wirtschaftlicher und systemischer Sicht weiter stärken. Das ist schon mal eine Aussage. Also ihr könnt mit diesem Inhaltsverzeichnis schon ein bisschen arbeiten. Dringender Nachhol- und Beschleunigungsbedarf beim Steuern und Schalten. Na klar, 14a ist also eine Vollkatastrophe. Wie viele Netze da noch nicht mal angefangen haben. Ich bekleide ja ein paar Netze und ich mache immer mal Schulungen zum Thema 14a und viele oder auch Workshops und viele Häuser stehen bei null. Immer noch. Okay. Pflicht-Rollout unverzichtbar. Volkswirtschaftlich vorteilhaft. Ne? Das sind natürlich auch interessante Punkte. Wie kann es denn insgesamt uns als Gesellschaft helfen? Würde da wahrscheinlich auf dieser Seite drinstehen. Rollout von optionalen IMSIS ist natürlich super wichtig und wirkt kostensenkend. Also die optionalen Einbaufälle, wo man aber natürlich eigentlich die größten Mehrwerte sehen könnte. Ne? Beim ganz normalen Durchschnittshaushalt, kleiner als 6.000 Kilowattstunden bisher, der ist natürlich trotzdem sehr interessiert an, ne, Einsparmöglichkeiten durch Steuerung, durch Optimierung, durch Preissignale. Aber der ist auch interessiert an Komfortgeschichten, die so aus diesem gesamten Smart-Home-Konglomerat, Controllable Local Systems und so weiter kommen könnte. Weil, ne, wir alle sind ja irgendwie unser wunderbares Smartphone gewöhnt und wollen mit dieser Komfortstufe im Umgang, ne, mit dem Smartphone alles Mögliche machen zu können, natürlich auch hier in die Smart-Home-Geschichte dann weiter durchstarten, die dann auf Grundlage eines Gateways im Zweifel ganz gut auch aufgebaut werden könnte. Kooperationen, weitere Geschichten, Zusatzleistungen, super interessant. Also ihr seht hier ganz viele Stichworte zu den relevanten Themen. Und dann natürlich sowas wie Kostenverteilung. So. Mit den aktuellen Preisobergrenzen ist der Rollout wirtschaftlich nicht ausreichend robust. Und das ist, denke ich, eine der zentralen Aussagen, mit denen wir dann schon mal hier weiter starten können. Und wir sehen hier, ne, die Kosten für Anbau und Betrieb liegen zwischen 96 und 155 Euro im Jahr. Das ist mehr als die Preisobergrenzen, mit denen wir jetzt aktuell arbeiten. Von daher muss hier wohl was passieren. Wir haben eine Unterdeckung bei den Messstellenbetreibern von 21-39%. Ein Fünftel bis zwei Fünftel. Ist schon echt viel. Kostenunterdeckung. Irgendwoher muss das Geld ja kommen. Ja, spannend. Cybersicherheit nochmal als nächstes Thema. Nachhaltigkeit, Verbraucherfreundlichkeit. Da muss halt auch noch einiges doch noch passieren. Und dann C. Schlussfolgerungen zur Weiterentwicklung des Rechtsrahmens. Was muss gemacht werden? Danke, dass hier in die Klammer geschrieben wurde, was muss gemacht werden. Ja, ja, das ist, ab hier wird es halt interessant. Ab Seite 65 bis 98 haben wir also ein bisschen das Zukunftsszenario, könnte man sagen. Und da schauen wir dann einfach gleich mal noch rein. Hier nochmal der Hinweis, wirtschaftlich robuster Rollout, gerechte Kostenverteilung. Hier geht es dann also nochmal um verschiedene Unterpunkte. Und ich denke, gerade auch mit der Kostenprognose, auf die wir jetzt hinkommen müssten, haben wir hier eine schöne Aussage. Und dann Umsetzungsoption, Anhänge. Ich glaube, damit sollte man starten. Umsetzungsoption. Dem gesetzlichen Auftrag folgend zeichnet der folgende Bericht ein übergreifendes und umfassendes Bild der Digitalisierung. Zum Berichtsjahr 2024, auch wenn ein bisschen zu spät. So. Rechtsrahmen sollte zügig und zielgerichtet angepasst werden. Das ist schon mal sehr, sehr klar. Systemdienliche Ausrichtung der Digitalisierung, ja, wäre eigentlich von vornherein logisch gewesen. Also davon gingen ja eigentlich auch alle immer aus. Aber offensichtlich sind wir da noch nicht so wirklich angekommen. Und hier haben wir dann also verschiedene Hinweise darum, auch wieder so im Prosa-Text, was man gerne erreichen muss. Ne, es muss wirtschaftlich robuster aufgestellt sein. Wir haben also im Kern das Ergebnis, die Preisobergrenzen müssen höher sein. Irgendwoher muss hier genug Geld kommen, um den Rollout als solchen voranzutreiben, auch wenn
ein Gesamtrollout, also auch von optionalen Einbaufällen, die Wirtschaftlichkeit insgesamt natürlich weiter optimiert. Ne? Wir beschaffen mehr Geräte, dann deswegen günstigere Einkaufspreise bestenfalls. Wir standardisieren unseren Rollout als solchen, ne? Prozessual besser. Wir werden also auch besser darin, den auszurollen, ne? die Geräte als solche. Dadurch können natürlich Kosten dann breiter verteilt sein und dann auf die einzelne Anlage runtergebrochen geringer werden. Ne? Das ist so der große Ansatz dahinter. Und natürlich auch nochmal das Thema der Cybersicherheit, damit hier nicht der böse Hacker drauf zugreift. Nicht zu vergessen, Verbraucherfreundlichkeit. Aber ihr seht, hier ist viel Prosa-Text. Also würde ich sagen, wer sich mit dem Ergebnis als solchen beschäftigen will, geht hier auf diese Zukunftsansichten hier im vorletzten Kapitel. Die entscheidenden Weichen sollten noch in dieser Legislaturperiode gestellt werden. Und damit sind wir, denke ich, auch in der wichtigen Aussage. Wir wollen also im Prinzip noch in diesem Jahr ein Verfahren haben, in dem wir dann bis zum Jahreswechsel auch Umsetzungen generieren können. Die Regelungen müssen einfach und unbürokratisch sein, wirksame, zukunftsfeste, ausgewogene Ausgestaltung, das ist also viel Blabla. Und kommen dann schon auch mit diesen Aussagen dahin, naja, im Kern muss das Messstellenbetriebsgesetz angepasst werden, das Energiewirtschaftsgesetz, das EEG wahrscheinlich auch. Untergesetzliche Mechanismen können hier noch insgesamt die Flexibilität erhöhen. Das heißt, wir kommen auf die Ebene gerade auch der Bundesnetzagentur mit ihren Veröffentlichungen, mit ihren Aussagen, mit ihrem Regulierungsrahmen, in dem sie sich hier bewegen kann. Es ist also daher im Moment im Gange, dass die Festlegungskompetenzen der Bundesnetzagentur das Engagement der Verteilnetzbetreiber entsprechend vorantreiben sollen. Seht ihr? Und dann nochmal der Hinweis auf die diversen Anhänge, die wir schon gesehen haben. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier reinlesen will, beginne ich also offensichtlich mit der Zusammenfassung der Kernergebnisse, viel Prosa-Text, und gehe dann ans Ende Umsetzungsoption, wo wieder viel Prosa-Text ist. Aber den kann ich mir durchlesen. Und dann habe ich, denke ich, also nach meinem bisherigen Kenntnisstand, ein relativ umfassendes Bild, was hier im Kern jetzt passieren muss. Es ist aber noch nicht so besonders konkret. Ja, natürlich, das ist eine hohe Flugebene. Das ist dann eben vielleicht nicht für den absoluten Executive, aber schon für den, der jetzt irgendwie mal mitkriegen muss, was hier besprochen ist, aber auch nicht 100 Seiten durchlesen kann. Ne? Für den wären also diese beiden Aspekte, die Zusammenfassung am Anfang und dann die Umsetzungsoption unter Kapitel D, die beiden großen Kapitel, mit denen ich arbeiten würde. Dann weiß ich im Großen und Ganzen, worum es geht. Und dann würde ich so nach den diversen Überschriften gehen. Ne? Seht mich halt das Thema Verbraucherschutz, dann habe ich hier am Ende und dann davor natürlich auch hier nochmal meine Aspekte, also ich sag mal Betrachtung, Status Quo und dann weiter hinten ja so die Zukunftsausrichtung, die Schlussfolgerungen. Und so kann ich hier nach und nach mich eben durcharbeiten. Ne? Das ist so der große Ansatz. Was wollen wir mal machen? Wir gucken mal in das Thema Rollout-Pflichten proaktiv und unbürokratisch überwachen, Transparenz stärken. Das klingt doch schon mal richtig gut. Ein geeignetes Mittel ist ein vorausschauendes Monitoring des Rollouts durch die BNetzA, um dann Zielverfehlungen nicht erst im Nachgang mit zweijährigem Verzug zu erkennen, sondern währenddessen zu sagen, lieber Netzbetreiber, du musst hier, also lieber grundzuständiger Messstellenbetreiber, VNB, du musst hier mal langsam vorankommen. Das deutet zum Beispiel dann darauf hin, also hier muss man dann ein bisschen interpretieren. Das deutet darauf hin, dass also hier ein unterjähriges, verschlanktes Abfrageverfahren implementiert wird. Also anders gesagt, dass die BNetzA noch stärker in ihren dauerhaften Austausch mit den diversen Netzen rückfragt, wo steht ihr gerade im Rollout. Das muss für dann den einzelnen Verteilnetzbetreiber natürlich bedeuten, ich sollte langsam aber sicher die PS auf die Straße bringen. Ja, ich muss hier jetzt auch umsetzen, ich muss wissen, wo ich überhaupt stehe. Ich muss meine Gesamtstrategie also langsam aber sicher kennen. Also allein die Drohung, dass jetzt hier demnächst regelmäßig drüber gesprochen wird, wo steht ihr gerade, halt über Datenübertragung, also viel gesprochen wird da wahrscheinlich nicht so sehr, aber ihr müsst halt berichten, wo ihr steht, dass allein das mich jetzt auf jeden Fall zwingt, mir meine Rollout-Strategie aufzustellen. Aus dem Gesamtdokument kann ich erkennen, die Kosten sind bei den anderen auch blöd. Also
die Finanzierung des Rollouts, die ist bisher auf wackeligen Beinen. Es ist ja erkannt worden, wir müssen es wahrscheinlich erhöhen, ne? Preisobergrenzen reichen offensichtlich ja nicht. Also stehen wir alle so an der Stelle, dass wir wahrscheinlich bessere Preisobergrenzenregelungen noch bekommen werden. Und wir wissen ja nun auch, dass die Kosten, die beim VNB liegen, die dann nicht beim Endkunden bezahlt werden müssen, dass die schlussendlich über die Nestentgelte ja abgegolten werden können. Das haben wir ja vor ein paar Wochen gehört. Und dementsprechend sind wir jetzt in einer Situation, in der man sich über die Finanzierung erst in der zweiten Ebene Gedanken machen muss. Na, also an sich wird die also funktionieren, na, über die gegebenen Rahmenbedingungen, die wir eben kennen, na, über Anreizregulierung beim Netz selbst und wir haben hier dann eben unsere wahrscheinlich steigenden Preisobergrenzen. Und das bedeutet, dass ich mir jetzt meine Rollout-Strategie insoweit aufstellen muss, mir vielleicht eben auch diesen Full Rollout zu überlegen, da, weil der eventuell pro Einheit dann doch mal deutlich günstiger sein kann, als nur die Pflichtanbauten zu machen. Die Daten, die ich dann von dort überall bekomme, natürlich mega hilfreich sein können, um mein Netz zu steuern und dementsprechend zum Beispiel auch 14a und andere Geschichten noch optimiert durchzuführen, Real Dispatch 3.0 und so weiter, besser machen zu können, mehr Überblick über mein Netz zu haben, besser steuern zu können, besser prognostizieren zu können, insgesamt saubereres Geschäft, vermeidbare Kosten sparen. Und wenn ich mir diese Strategie jetzt überlege, dann kann ich ja jetzt entsprechend meine Handlungen ansetzen, mein Einkaufsverhalten, meine Beschaffung und dann meine Umsetzung entsprechend angehen. Und dann kann ich das in meinen entsprechenden unterjährigen verschlankten Abfrageverfahren auch melden. Und dann habe ich hier meine Pflicht natürlich besser getan, als wenn ich jetzt weiterhin nur abwarte und noch nicht so richtig weiß, was ich tun will. Kooperationen sind natürlich immer für Wirtschaftlichkeit gut. Anreize zwischen mehreren grundzuständigen Messstellenbetreibern sind aber erfahrungsgemäß eine gewissermaßen Herausforderung. Das funktioniert eher, wenn man dann eher sowas sagt wie ein bestimmter Hersteller oder ein bestimmter Messstellenbetriebsdienstleister hat so eine Anwendergemeinschaft. Ja, dann gibt es da die Kooperation durchaus, weil dann eben moderiert durch den Hersteller, durch den Messstellenbetriebsdienstleister, die diversen Netze, GMSBs hier an einen Tisch kommen und dann gemeinsam eben über dieselben Dinge sprechen. Also so kann das dann funktionieren. Aber so gemeinsame Beschaffung der Anlagen, gemeinsame Montagekapazitäten, gemeinsame IT-Leistungen, selbst so in einer nahen Region ist erfahrungsgemäß ein schwieriges Thema. Ja, wenn die Netze, wenn die Stadtwerke nicht sowieso schon irgendwie halbwegs kooperieren, dann ist das eher ein schwieriges Thema erfahrungsgemäß. Würde aber absolut Sinn machen. Klar. Auffangmessstellenbetrieb muss gestärkt werden. Das ist ein interessantes Thema, weil das eben heißt, ne, wenn hier ein Grundzuständiger seinen Job nicht macht, ne, Ausfall des GMSB oder Scheitern einer Ausschreibung, was ja immer vorher bedeutet, er hat es halt nicht ordentlich gemacht, dann würde ja der AMSB den Job übernehmen. Bedeutet dann aber auch, dass der GMSB diesen Job hier los ist, vor Ort. Und das ist ja im Regelfall der Verteilnetzbetreiber, der Daseinsvorsorger, der kritische Infrastrukturbetreiber vor Ort. Ist also eigentlich ist das eine sehr drastische Maßnahme, dass es den AMSB dann geben wird. Aber ist ein Thema. Und auch das soll natürlich drohen, ne? Wenn ich meinen Job gar nicht mache mit dem Rollout, dann werde ich diesen Job los sein und dann verdiene ich daran auch in Zukunft natürlich nichts mehr, weil dann macht jemand anderes den MSB hier vor Ort. Dann ist mir ein unfassbar relevanter Teil der Wertschöpfungskette ist mir dann weggefallen und kriege ich auch nicht so einfach wieder. Ne? Das muss dann klar sein. Ja, und insoweit haben wir hier also viel Prosa, Erklärung für die verschiedenen Aspekte des Berichts. Wie ihr sehen könnt, in dem Bericht selbst, wenn ich so durchscrolle, ist Text. Und zwischendurch mal die ein oder andere Folie, aber auch das, wie ihr sehen könnt, ist ja ein Verweis auf die Konsultationsergebnisse in dieser PowerPoint-Präsentation. Das heißt, wir haben für die, die so grafisch arbeiten, hier drin nur die Ergebnisse, die wir so schon aus den anderen Dokumenten haben. Wer also sich mal ein Gesamtbild machen will, muss Folgendes verstehen. Der Status Quo, der ist hier in einem Prosa-Text, ne, unter B zusammengefasst, mit diversen eingeblendeten Grafiken, die wir aus diesen Dokumenten, ne, also aus der Studie und aus dem Gutachten
jetzt sowieso schon kennen würden. Ein paar Meinungsbilder aus der Arbeitsgruppe sind da genauso dabei. Die Zukunft, also die Schlussfolgerung, na, Kapitel C, das ist jetzt ganz viel Prosa-Text, wie wir in Zukunft hier arbeiten wollen. Ist also für den, der mal schnell drüber schauen will, kaum überblickbar. Das muss man wirklich lesen wollen. Also meine Empfehlung an euch, wenn ihr hier euch jetzt ein dringendes Bild machen wollt, es ist auch erst gestern Abend veröffentlicht worden, also ihr seid der absolute Z-Plan, geht auf die Seite, holt euch mal all diese Dokumente hervor. Guckt euch bei den Studien die Summaries an und die Grafiken. Übers Abbildungsverzeichnis findet ihr ja die Stichworte, was da drin steht. Guckt euch im Bericht selbst die Zusammenfassung hier mal anfangen und dann auch die Zukunftsaussichten im Kapitel D an. Mein Hund scheint das nicht ganz so zu sehen, aber ich habe natürlich recht. Guckt euch das an. Dann habt ihr das einfache Ergebnis, dass wir zwar begonnen haben, aber wir müssen ganz dringend jetzt weiter loslegen und die Finanzierung ist noch nicht gut genug und wir müssen den gesamten Rechtsrahmen erweitern und überhaupt ist alles noch nicht perfekt. Das ist das Ergebnis des Berichts. Und dass wir dementsprechend jetzt hier also weiter loslegen müssen, das lest ihr dann aus diesen Summaries heraus. Wenn ihr dann sagt, okay, in meinem Job habe ich ein besonderes Interesse jetzt an meinetwegen der Wirtschaftlichkeit, dann gehe ich hier in dieses Unterkapitel rund um die Preisobergrenzen. Oder mir geht es mehr um die Beschaffung. Dann gehe ich halt in das Thema Kooperation und so weiter und so fort. Und dann finde ich hier nach und nach meine Inhalte, kann mir die auch aus diesen Studien so ein bisschen ziehen, kann mir die aus dieser Präsentation so ein bisschen ziehen und dann habe ich ein Gefühl dafür, was in diesen ja insgesamt 350 Seiten, ja, Präsentation, also fast 500 Seiten an Dokumenten insgesamt da so steht. Ja, und die sagen am Ende nichts anderes als Start war gut, wir müssen aber jetzt dringend weiter voranschreiten und das Ganze nochmal auf bessere Basis stellen, vor allem in der Wirtschaftlichkeit. Das Ergebnis des Berichts ist dementsprechend überhaupt nicht überraschend. Das ist klar. Also das ist das, worüber wir die ganze Zeit eigentlich schon in der Branche sprechen. Aber wir haben es jetzt nochmal schwarz auf weiß. Dieser Bericht ist ja gemäß § 48 Menschen Betriebsgesetz verpflichtend zu machen und ist damit eine Grundlage auch für Entscheidungsorgane. Mit diesem Bericht ist jetzt die Grundlage da, um das Voranschreiten lassen, auch die regulatorischen Änderungen zu starten, entsprechend zu designen. Ja, der Bericht ist die Grundlage, die offizielle Grundlage, die bürokratische Grundlage, mit der jetzt die nächsten Schritte gestartet werden können. Der Bericht ist sozusagen wegen seiner Verankerung im Gesetz auch für unseren gesamten bürokratischen Regulierungsrahmen so eine Pflichtveröffentlichung gewesen, mit der jetzt aber auch alle arbeiten werden. Und dementsprechend, schaut euch ruhig mal an, ich verlinke natürlich diese Landingpage mit den diversen Dokumenten auch in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch das natürlich einfach mal anschauen und die für euch wichtigen Sachen daraus ziehen. Wenn ihr sagt, hey, spricht nochmal grundsätzlich über die Wirtschaftlichkeit oder über das Gesamtsystem, was wollen wir eigentlich mit dieser Digitalisierung erreichen können oder was auch immer, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich mache ja gerne nochmal Ergänzungsvideos. Ich denke auch, dass wir jetzt während dieser Sommerzeit hier noch ein bisschen mehr Content auch veröffentlichen auf dem YouTube-Kanal und auch beim Podcast, weil ich zwar dauerhaft konsulte, aber im Moment so ein bisschen auch Sommerpause ist, was Seminare angeht. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit für den Content. Das ist, denke ich, auch ganz gut. Und wir haben aktuell auch so viele Veröffentlichungen in dieser Urlaubszeit, die ganz relevant sind. Also das ist eine spannende Geschichte. Und wir sind hier gerade mit ganz, ganz viel Bewegung auch endlich wieder unterwegs. Okay, also Fragen, Anmerkungen und Ähnliches, auch euren Gesamteindruck zum Rollout gerne unten in die Kommentare. Und dann, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.